sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätze ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David stammen. Oh,
Krippen. Denn sie hatten sonst keinen Raum in ihr Herberge. Einzusehen, wie in der Menschen Leid bewegt. Thank you.
Leben schlafe. Der die ganze Welt erhält, die ganze Welt erhält, ihre Kraft und sie erschaffen, wo sie nach den Krippen
Es waren Hirten in derselben Gegend, auf den Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Hirten. Und siehe, es waren Engel, trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Oh,
Freude heißt du schön. Mit die Freude heißt du schön. So die Anmut, die Anmut zu gewinnen. Mit zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windel gewickelt und in einer Krippe liegen. Gesandtem Wohl.
so bald war er da bei dem Engel, die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen. So schön gelinget, auf denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
hat sein Volk getröst, er hat sein Israel erlöst, die Hilfe aus Zion her gesendet und unser Leid geendet. Seht, Hirten, dies hat er getan. Seht, dieses trefft ihr an. Liebe Gunst, deine Liebe,
Sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget. Thank you.
Kehrten wieder preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.